Seaguide, Kettenspanner, Kettenführung, kleines Teil für die Fahrradkette, um sie zu spannen, um eine kleine Führung zu haben. Wir werden das in diesem Video noch montieren, da könnt ihr euch das mal genau anschauen. Und ich natürlich auch, da ich so ein Teil noch nie am Fahrrad hatte. Wir werden das jetzt erstmal auspacken und uns mal genau anschauen und dann ans Fahrrad. Ist natürlich auch ein bisschen Zubehör mit dabei. Braucht man ja auch, um es zu montieren. Hier haben wir die Anleitung. Hier haben wir erstmal dieses kleine Teil. Durch dieses kleine Teil läuft dann die Kette. Hier innen drin rutscht die Kette gut durch, wenn sie geölt ist. Sie muss natürlich geschmiert sein, die Kette, damit das hier durch läuft, ohne dass das Teil hier innen drin abnutzt. Soll eigentlich ziemlich leicht zu montieren sein. Das sind zwei Hälften, die nimmt man auseinander. Dann braucht man die Kette nicht auseinander machen. Man macht das einfach drüber. Das hier ist die Aluminium-Version vom Seaguide. Also dieses Gehäuse hier ist aus Aluminium. Deswegen hoffe ich, dass es dadurch länger hält. Wir haben hier natürlich noch ein bisschen Zubehör. Hier nochmal so ein Schacht, wo der Bautenzug langgeführt wird hier innen drin. Dann natürlich Kabelbinder. Die werden wir auch brauchen, um es festzumachen. Das passt hier direkt drauf. Da haben wir dann noch so eins. Ist eigentlich genau dasselbe wie hier, was schon drauf ist. Gucken wir uns mal die Anleitung an. Sollte eigentlich ziemlich simpel sein, das zu montieren. So, schauen wir mal, das ist jetzt schon, okay, das hier oben ist Schritt 1, das drüber machen über die Kette, hier oben den Bautenzug durchführen, da wird quasi das Teil hier oben mit Kabelbindern festgemacht und dann wird das hier wieder reingehangen in das Gehäuse, wo dann hier die Kettenführung befestigt ist. Sollte eigentlich machbar sein. Wir schauen uns das mal an. An meinem Fahrrad. Das hier Schritt 1 und Schritt 2. Die Variante, die ich an meinem Fahrrad mache. Das hier gibt's auch noch, wenn man so eine Öse an der Hinterseite vom Fahrrad hat. Habe ich aber nicht. Deswegen diese Variante mit dieser Bautenzugführung. Okay, dann geht's jetzt an mein Bike. So, jetzt hören wir uns erstmal an, wie sich die Kette hinten anhört, ohne den Kettenspanner. Und das vergleichen wir gleich damit, wenn der Kettenspanner fest montiert ist. Jetzt haben wir hier das Teilchen. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die Imbusschraube rausmachen, damit wir das auseinandernehmen können, die beiden Hälften. So. Schauen wir mal, was wir für einen Imbus brauchen. Wahrscheinlich dieser hier. Na, der ist zu groß. Einen kleineren. So, jetzt nehmen wir die Imbusschraube raus. Das ist das kleine Schräubchen. Jetzt können wir es auch auseinandernehmen. Jetzt haben wir hier die ganzen Einzelteile. Das auch auseinander. So. Das, was wir erstmal brauchen, sind die beiden Teile. So, bei mir geht hier zwar ein Bautenzug durch,
Aber jetzt habe ich hier dieses Schutzteil. Muss ich mal schauen. Muss ich doch mal den Kettenschutz hier hinten abmachen, damit ich das dran bekomme. Jetzt haben wir natürlich hier die Kabelbinder mit dem Kabelbinder festgemacht bekommen. Drei Kabelbinder dabei, einer noch für Ersatz. So, jetzt müssen wir das hier durchstecken. Mal sehen, es wird eine kleine Fummelei, aber das kriegen wir schon hin. So. Und die andere Seite auch. So. Jetzt hier unter dem Bautenzug durch. So. Dann können wir das auch hier schon festmachen mit den Kabelbindern. Bisschen ausrichten. Ziehen wir noch richtig fest, damit es auch bombig hält. So, jetzt brauche ich das untere Teil, das hier. Da führen wir jetzt erstmal die Kette durch. So, das haben wir auch. So, dann fitzeln wir das mal wieder zusammen. Sollte nicht so schwer sein. Na gut, durch die Kette könnte es ein bisschen schwerer sein, weil ich die ja dann nach oben bewegen muss. Na doch, könnte doch ein bisschen anstrengend werden. Ja, ich merke es schon. Versuchen wir es mal anders, erst hier oben ein bisschen festzumachen und dass wir die Imbusschraube nicht ganz festziehen, dass ich dann unten die Führung dann reinklemmen kann. Ja, ist doch ein bisschen Fitzelkram. Bisschen anstrengend. Jetzt hatte ich es aber. So, die andere Seite noch, die Rückseite. So, jetzt machen wir erstmal die Imbusschraube wieder rein. Zumindest ein Stück, dass es erstmal zusammenhält. Jetzt habe ich zumindest hier oben das fest. Jetzt versuche ich, dass ich das hier einfach reinklicken kann, weil ich habe die Imbusschraube nicht komplett festgezogen und hoffe, dass das so funktioniert. Nein, ich muss die Imbusschraube ein bisschen lockerer machen. Jetzt sollte es gehen. Die eine Seite ist drin, beide Seiten drin.
Jetzt kann ich die Imbusschraube festziehen, aber ich denke, ich muss das von der anderen Seite her machen. So, das Ganze ist fest. Jetzt natürlich noch die Kabelbinder hier oben abschneiden. Die Enden und dann gucken, dass ich meinen Kettenschutz irgendwie hier wieder drüber bekomme. Oder halt, dass ich den abschneide, dass er halt nur bis hier geht. Und hier oben dann was draufkleben am besten. Muss ich mal schauen. So, da ziehe ich die Kabelbinder nochmal mit einer Zange richtig an. Dass die richtig fest sitzen. Dann klipsen wir die einfach hier oben ab. Gut. Das ist soweit geschafft. So mache ich das hier noch ordentlich. Und dann, ja, wir können mal drehen. Jetzt machen wir nochmal den Lautstärkevergleich zu vorhin ohne den Kettenspanner und jetzt mit dem Kettenspanner von Seaguide. Also man hört jetzt absolut keine klappernde Kette mehr. Es funktioniert auch einwandfrei. Ich habe die Kette schön geölt. Da reibt nichts, es läuft sauber durch und die Kette ist gespannt, so wie es sein soll. Ich werde es natürlich jetzt in der nächsten Zeit erstmal austesten, ob das Teil auch verschleißunempfindlich ist, dass es zumindest sehr lange hält, dass es mir nicht irgendwie abfällt oder abreißt. Ich finde es super geil, mir gefällt es mega. So, jetzt hören wir uns erstmal an, wie sich die Kette hinten anhört, ohne den Kettenspanner.